Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wir sind mit Jake unterwegs, denn ich habe die Aufgabe, einmal mit Jake zu entkommen. Und dann versuchen wir das doch mal. Und wir spielen gegen eine Krankenschwester. Mit korrupter korrupter Intervention. So hieß das. Es war durchaus gewastet, das gebe ich gerne zu. Aber ich habe nicht ganz verstanden. Jetzt kann ich mich ducken. Ich konnte da gerade in der Ecke konnte ich mich nicht ducken. Ich habe keine Ahnung, warum. Warum das nicht ging. Da geht's unter. Okay. Wenn ich jetzt losrenne. Sind sie mich wieder? Nein. Das Problem ist, hier hinten die Gens sind halt alle noch blockiert. Ich gehe mal außen rum und guck mal im Feld. Da irgendwo arbeiten können. Ja, hier klingt's doch schon mal gut. War, glaube ich, auch ein Totem. Ja, aber es brennt nicht. Okay, die erste Jagd haben wir gewonnen. Ich muss sagen, ich spiele mittlerweile relativ gern gegen die Nurse. Es sei denn, die Nurse ist gut. Dann nicht. Weil dann habe ich das Gefühl, schaffe ich es gar nicht, ihr zu entkommen. Ja. Hui, ich hoffe, du schämst dich. Ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt zu dem Totem, wenn der Generator an ist. Aber sie scheint dort hinten noch zu jagen. Ja. Okay. Mittlerweile müssten eigentlich doch dort hinten die Generatoren auch frei sein. Beziehungsweise ich gehe da mal geradeaus, wo die Meg war. Oh! Geht doch nicht dorthin. Ich suche mir ein anderes. Einen anderen Generator. Meistens ist in der Shack oder hier vor der Shack einer. Aber diesmal nicht. Ja, ich bin. Ja, aber vielleicht ist ein Totem. Nein, okay. Dann gehe ich aber hier mit ran, weil hier wird schon gearbeitet. Du blutest, David. Dich heilen? Noch sind die Gens ja relativ gut verteilt auf der Map. Also ich meine, es ist erst einer an, aber hier ist jetzt gleich der zweite an. Ich würde gern dann dort hintergehen, wo Mac gejagt wird. Sonst war alle Gens so auf einem Fleck. Ich sehe sie nicht. Ich habe sie gerade mit dunkler Wahrnehmung irgendwie nicht gesehen. Keine Ahnung. Oh, das war jetzt... jetzt war ich abgelenkt. Ach, da ist sie immer noch. Mac hat sehr gut durchgehalten. Respekt. Jetzt hat sie hier die Kratzspuren, wenn sie clever ist. Eigentlich hätte ich direkt losrennen müssen. Ich habe geliehene Zeit dabei. Komm mir nach. Ich will zwar jetzt nicht den Held spielen. Kacke, die geht wieder auf die Mac. Das
Sorry für die Ausdrucksweise. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, geliehene Zeit hat mich getriggert. Es war minimal Herzschlag zu hören. Aber ich denke nicht, dass das ausgereicht hat, um geliehene Zeit zu triggern. Sie wird jetzt nicht hierher kommen. Ich kann es irgendwie verstehen, dass sie jetzt auf die Mac geht. Sie möchte jetzt wenigstens irgendjemanden aus dem Spiel haben. Und Mac ist nun mal die Einzige, die jetzt am Haken war. Guck mal, ob ich oben den Gen anmachen kann. Wie geht's raus? Da unten arbeitet, glaube ich, auch wer. Mal sehen, was zuerst angeht. Da waren wir gerade. Okay, dort ist das Feld. Bisher haben wir die Runde echt gut im Griff. Ich dachte gerade, was war das denn jetzt? Ich habe losgelassen und ich hatte nämlich das Gefühl, sie kommt hoch. Okay, ein Ausgang war da, glaube ich. Wo war jetzt der andere da drüben? Oh. Aber das war kein Nöd. Die Ausgänge sind relativ nah. Okay, hier ist vorbereitet. Ja, ist schön und gut. Der wird. Ich wollte über den Ausgang gucken. Er ist nicht vorbereitet. Da ist sie. David hat sich... Ja gut, das ist jetzt blöd, Mac. Sie kommt hier zurück. Ich hab doch geliehene Zeit. Lieber lässt sich die Mac hier runter weggrabbeln. Zumindest sind die Ausgänge vorbereitet. Gehen jetzt, glaube ich, alle darüber. Ich kann auch einen Schlag einstecken. David, geh lieber. Okay. Okay, sie hat verfehlt. Wahrscheinlich hatte er Dead Heart noch dabei. Ich finde es ein bisschen schade, wenn die dann den Killer ärgern im Ausgang. Der Killer hatte schon keine leichte Runde. Ich glaube nicht, dass ihm die Runde Spaß gemacht hat. Da muss man ihm das nicht noch auf die Nase binden. Schwierig. Ja, also es war eine gute Runde für uns. Das muss man halt jetzt mal dazu sagen. Aber ja, der arme Killer, ne? Hatte sogar ein kleines Mori dabei. Nöd. Oh, da waren aber quasi alle Totems gemacht. Weil Nöd hat ja nicht getriggert. Barbecue und Tüftler. Tüftler sehe ich in letzter Zeit echt oft als Perk. Aber gut. Ja, und David hatte Dead Heart. Hart im Nehmen. Hat auch geliehene Zeit. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja. War eine gute Runde für uns. Ich beende die Folge dann jetzt hier auch. Ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin passt euch auf. Passt auf euch auf. So, jetzt zum Schluss noch schön das Video vermasselt. Egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.